stand for Wishing You Well. Ferien heißt für ganz viele Menschen in unserer Region auch ab in den Urlaub, am besten ins Ausland oder auch einfach mal weg von zu Hause. Aber wo macht eigentlich ein Weltenbummler Urlaub? Sascha Grabo aus Thalheim bei Heilbronn ist die meiste Zeit des Jahres in der Welt unterwegs und ist jetzt einfach froh, mal wieder zu Hause zu sein. Mein Kollege Raphael Moos hat die seltene Chance ergriffen und sich mit ihm getroffen. Sascha Grabo, 42 Jahre alt, Beruf Abenteurer, Wohnort Thalheim. Wobei, so genau kann man das bei ihm eigentlich nicht sagen, denn seit knapp 25 Jahren hat Sascha Grabo nur eines im Kopf: die Welt bereisen, erkunden und kennenlernen. Die Länder aufzuzählen, wo ich jetzt schon gewesen bin, würde eine Weile dauern und würde ich wahrscheinlich jetzt auch auf Anhieb nicht komplett ohne Atlas vor mir hinkriegen. Aber die Länder, die mir noch fehlen, die weiß ich ganz genau. Ne? Das sind also von den 192 offiziellen UN-Ländern Angola, Somalia, Irak und Mauretanien und dann noch 10 im Pazifik. Auf den Spuren von Indiana Jones durch den Amazonas oder im 30 Grad kalten Sibirien. Der gebürtige Thalheimer hat so ziemlich alles mitgemacht und gesehen. Klar, dass es da auch die ein oder andere brenzlige Situation gegeben hat. Zum Beispiel die Begegnung mit einem Puma im tiefsten Amazonas oder ein nächtlicher Besuch der gelben Mamba, der wohl gefährlichsten Würgeschlange. Keine Seltenheit im Leben des meistgereisten Menschen der Welt. Ich bin mal vom Kongo nach Gabun rüber und bin abends um 8 nicht mehr richtig weitergekommen und hatte schon eine Familie gefunden, wo ich schlafen konnte und habe dann nochmal ein Auto gehört, das da irgendwie durchkam. Da bin ich rausgerannt, die angehalten und hey, könnt ihr mich mitnehmen? Es waren 5 Typen. Nachts um 1 halten sie an und sah, ich könnte ja mal vorne sitzen. Dann habe ich mich mal umgedreht und auf einmal war der da am Werkeln an meinem Rucksack. Und auf einmal ziehen die alle ihre Kanonen. Ne? Und dann habe ich ihm die Hände hoch und dann sind die halt mit meinem Zeug abgefahren. Und wer jetzt auch Lust auf ein bisschen Abenteuerurlaub bekommen hat, machen Sie es doch wie Sascha Grabo von Baden-Württemberg nach Barcelona per Anhalter in 24 Stunden. Vielen Dank. Also ich glaube, mir wäre das dann doch zu viel Aufregung.